Wir sind hier am Vorranggebiet Flughafen und hier auf dieser Wiese soll eine Eventhalle entstehen mit einer Kapazität von 22.000 Besuchern. Die Investmentgesellschaft, die dahinter steckt, ist die SW Munich Real Estate. Geschäftsführer ist Gerd Waltenbauer und Lorenz Schmidt aus dem Landkreis Freising. Die Baugenehmigung ist fraglich, da das Gelände Vorranggebiet Flughafen nur für flughafenaffines Gewerbe vorgesehen ist. Planrechtlich läuft es übers Land, was für die Investoren jetzt kacke ist, weil das die Genehmigung kompliziert und langwierig macht. Also wäre es wohl günstiger, wenn das eine planungsrechtliche Geschichte der Stadt Freising wäre. Aber nun ist dem Finanzministerium ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar der Landtagsabgeordnete der Grünen, Johannes Becher, hat eine Anfrage des Projekts gestellt. Er bekam eine Antwort, aber versehentlich wurde ein internes Dossier mitgeschickt, also eine Einschätzung des Finanzministeriums, wo hervorging, dass auch Alfred Sauter involviert ist. Ja, da ist er ja wieder, der Sauter. Aber warum? Das erkläre ich später. Außerdem stand in diesem geheimen Dossier, dass Freisings OB Eschenbacher dem Projekt sehr positiv gegenübersteht. Was müssen die Investoren jetzt machen, um dieses Projekt zu verwirklichen? Sie müssen einen Teil der Fläche aus dem Vorrangsgebiet des Flughafens rausnehmen lassen, so dass es eine kommunale Planungsgeschichte wird. Und jetzt kommt Alfred Sauter ins Spiel. Die Investoren haben, also unter anderem Lorenz Schmidt, Sauter engagiert, um das Grundstück rauszulösen. Offenbar hat Sauter den Dreh gefunden und hat wohl für diesen Auftrag rund 50.000 Euro erhalten. Wenn der Plan so aufgeht, liegt das Planungsrecht jetzt bei der Stadt Freising. Wenn überhaupt, dann hätte man das gesamte Vorranggebiet rausnehmen müssen, weil so bleibt immer noch die Option für die dritte Startbahn bestehen. Was blüht uns damit? Flächenfraß, CO2-Speichervernichtung, zusätzliche Verkehrsbelastung, Eventtourismus entsteht und damit auch Eventflüge, Konkurrenz zu Olympiahalle und Messezentrum, Konkurrenz zu Hotels, Kneipen, Festival, Kultur im gesamten Umkreis und klar ist, dass Bars und Restaurants um die Halle herum entstehen. Die Eventhalle ist Promo für den Flughafen. Und jeder, der für die Eventhalle stimmt, der sollte sich mal selber überlegen, ob er denn wirklich gegen die dritte Startbahn ist. Es sind immer die gleichen Sprüche in der Stadt. Wir wollen die Innenstadt beleben. Und dann macht die Stadt wieder mal genau das Gegenteil.